Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf Vibe Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sehen hier zunächst eine Pebbles, die absolut not amused ist. Nachdem, was im letzten Part passiert ist, kann ich es aber auch absolut nachvollziehen. Denn wir haben suddenly viel zu viele Tiere, einfach absolut eine Gang einfach mal kurz aufgemacht. Und unsere süße Faith hat leider eine Fehlgeburt erlitten, die so krass war, dass sie jetzt unfruchtbar ist. Deswegen wird das jetzt alles ein bisschen wild. Aber ich habe beim letzten Mal auch vergessen, den letzten Tageswunsch bzw. das, was wir erdreht haben, abzuschließen. Nämlich, dass wir an einen Wunschbrunnen gehen. Und jetzt so nach der Fehlgeburt kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich dann vielleicht ein Kind wünscht. Hier steht jetzt auch, would be happy to have a child. War das letztes Mal auch schon so? Ja, ne? Also von daher wäre das cool, wenn wir das heute mal machen könnten. Aber wir gehen jetzt erstmal Haya machen, weil es ist mitten in der Nacht. Sie hat leider keinen Urlaub mehr, was ein kleines Problem ist, weil ihr geht's absolut dreckig. Aber das kriegen wir alles hin. Außerdem wollten wir bei Bubba nochmal gucken. Because I really don't like the Halsband. Das mit den Stacheln, das gefällt mir einfach nicht. Und bei solchen großen Hunden ist es wahrscheinlich sinnvoller, wenn die wirklich ein Geschirr tragen. Es ist auf jeden Fall sicherer. Und so every day, every night. Wie wäre es einfach mit so einem süßen Halsband? Diese Nase ist so riesig, aber ich liebe es sehr, ne? Einfach Hubba Bubba. Oh mein Gott, es ist hier sogar winterfest. Das heißt, wir haben sowieso frei. Gott sei Dank. Marley, hilf mal bitte und putz hier unsere Tiere. Das macht es ja alles noch ein bisschen besser. Jetzt kann man natürlich nur hoffen, dass der Wunschbrunnen das dann auch akzeptiert. Aber unser eigentlicher Dreh für heute ist die 109. Ich kaufe dir eine Zwergziege, ein Zwergschaf. Ja, wir haben noch nicht genug Tiere. Wisst aber Bescheid, ne? Keine mehr, wirklich. Es ist doch so doof. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es gibt blaue. Wir müssen das leider nehmen. Emma. Ja, okay. Also, das ist schon süß. Ja, Emma, hi. In Welt platzieren. Warte, wir holen am besten auch so eine Heuraufe. Oh, cool. Ein Schreibtisch. Nee, du isst kein Eis jetzt. Geh auf Klo. Dann kannst du ja ein leckeres Frühstück machen. Wir haben zu viele Tiere. Ich kann nicht mehr. Why? Oh mein Gott, ich kann... Was ist hier los? Hallo Emma. Oh mein Gott, bist du süß. Bin großer Fan. Die Katzen sind auch schon ready auf jeden Fall fürs Essen anscheinend. Oh, ist das toll. Oh, und er würde eigentlich gerne studieren, aber das können wir jetzt nicht machen. Also dafür ist kurze Lebensdauer wirklich zu kurz. Aber ein Job wäre vielleicht auch nicht schlecht für dich. Überall sind einfach Tiere. Ja, und bei euch so. Ich weiß nur nicht, in welche Karriere stecke ich den denn jetzt? Geheimagent wäre zum Beispiel ein bisschen lustig. Ist auch irgendwie random, aber es ist auch lustig. Ja, komm, machen wir einfach. So, und wir gehen jetzt zum Wunschbrunnen. Mit dem Wunschbrunnen haben wir ja auch schon unsere Erfahrung gemacht in Generation 2. Wie wird es heute aussehen? Ich habe hier extra den Wunschbrunnen platziert. Wir geben eine Gabe von 5000, denn das ist es uns auf jeden Fall wert. Okay, und jetzt wünschen wir uns ein Kind. Okay, ich bin so gespannt. Welches kriegen wir? Aber es ist nur grau. Warum ist es nur grau? Sind Pheromone aus dem Wunschbrunnen aufgestiegen? Was auch immer es war, mach dich schnell auf den Weg zu deinem Schatz. Ein vom Wunschbrunnen befürwortetes Echte Mächte wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit als fruchtbar erweisen. Das ist nicht ganz das, was wir uns erhofft haben. Wir sind unfruchtbar. Und Girl, du bist ein bisschen frisch angezogen für das Wetter. Aber look, wen haben wir denn da? The one and only Destiny. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Wir können ja gemeinsam mit der Family Weihnachten feiern. Babyparty, ja nee. Familientreffen. Wieso können wir Cosrow nicht einladen? Der zählt wahrscheinlich offiziell nicht zur Familie, oder? Dann laden wir ihn Manuel ein. Aloysia? Sie gehört auch nicht zur Familie, hä? Wait, sind wir einfach nur nicht gut genug befreundet? Ich cheate das einfach mal ein bisschen. Aha! Wieso brauchen wir vier? Dann kann der Loisi auch kommen. Um 15 Uhr. Und ihr dekoriert jetzt den Baum. Das ist so süß, dass man den Baum halt schmucken kann. Vor allem. So, Baum beleuchten. Wie es brennt. Danke. Das wäre es jetzt auch gewesen. Schön. Wieso bist du so müde? Wie wäre es mit einem Nickerchen? Los geht's. Wir werden sogar gezwungen, Fotos zu machen. Irgendwie ist Marley richtig verbuggt. I mean, look at it. Selbst einfache Sachen wie hierhin gehen funktioniert nicht. Ich lade mal den Spielstand neu. Okay, es scheint wieder zu funktionieren. Ich will Fotos von Marlin haben. Oh, Bubba, du Engel. Das funktioniert ja super wieder. Oh, die Babys werden groß. Cosmo, ja.
Und Tinkerbell auch. Oh mein Gott. Jetzt mal ohne Witz, wie hübsch ist Cosmo denn? Und du bist einfach wirklich Pebbles mit blauen Augen. Wie schön. So, mit Marley machen wir Fotos. Und wie gesagt, ich möchte gleich nochmal versuchen, von Marlin ein Foto gemacht zu haben. Hallo erstmal. Warum? Ja, also ich kann mir kein schöneres Foto vorstellen. Versuchen wir es mal so. Vielleicht klappt das ein bisschen besser. I don't know. Oh, warum ist sie traurig? Das gefällt mir doch schon besser. Und wenn wir schon dabei sind... Schön. Mal gucken, ob das mit den Tieren diesmal funktioniert. Das ist ja auch immer so eine Sache. Oh, es funktioniert. Wie schön. Oh, I love you so much. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott, gibt es da süße Posen? I can't. Süß. Hallo, Väterchen Frost. Dann machen wir mit allen Geschenke auf. Das ist so schön gerade. Warum ist das Klo kaputt? Nein. Und Destiny fängt an. Süß. Aber sie ist nicht erfreut über ihr Geschenk. Naja. Und Faith? Die Geschichte der drei Kerzen. Wieso kriege ich immer dieses mit den Kerzen? Süß, aber... Und ich hoffe, Marlin gefällt auch ihr Geschenk. Das wäre richtig süß. Sie hat keine Reaktion gezeigt. Ah doch, sie freut sich. Süß. Dann fragen wir Väterchen Frost auch noch nach unserem Geschenk. Schickes Parfümset mit Tablett. Okay, ich wusste nicht, dass er so viel Wert auf seinen Geruch legt. Und dann muss Faith sich unbedingt hinlegen. Die ist fertig mit ihren Nerven. Blumen für Einsteiger. Na toll. Marley soll sich auch nochmal ein Geschenk abholen. Okay, und was kriegen wir? Oh, erstmal eine Belohnung verdient. Yay, Fotokollagen. Jetzt muss ich nicht mehr den Cheat eingeben. Jetzt kriege ich sie einfach so. Einmal Foraio von Grillmania. Einfach einen Grill bekommen. Schon fancy. Also ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Wände gerade frei. Ich habe jetzt hier noch eins hingehangen, aber ich will es jetzt auch nicht komplett übertreiben, ne? Aber es ist trotzdem schön. Süß. Ich lieb's ja. Warte, ich tausche die nochmal. Pebbles ist älter geworden. Warum denn das jetzt schon wieder? Short Lifespan, I hate you. Cosmo, wieso wächst du uns auf? Ew. Was machen wir heute eigentlich? Es ist die 62. Besuche den Vergnügungspark in Copperdale. Süß. Nach der Arbeit mal eine gute Zeit haben. Ist vielleicht schön. So, der Baum kommt erstmal wieder weg. Ja, Faith muss auch arbeiten. Kein Problem. Wir fühlen uns auch schon viel besser zum Glück. Gibt es nicht so einen Typen, der uns hilft mit unseren Tieren? Weil ich glaube, sonst packen wir das hier nicht gerade. Ranch-Hilfe. Ja. Yeah. Jeden Tag? Ich will doch nur einmal. Egal. Bielski. Also Gartenarbeit braucht er nicht machen und Reparatur nicht. Aber es wäre nett, wenn du dich um meine Tiere mitkümmerst. Auf geht's zur Arbeit. Und ihr arbeitet normal, ich will kein Burnout. Er kümmert sich richtig gut um die Tiere, ich lieb's. Ich danke ihm von ganzem Herzen. Das hilft halt wirklich enorm. Süß, jetzt spielt er auch noch mit denen und so. Süß. Destiny! Wieso ruft die permanent an? Marley glaubt an eine Welt, in der Sims nicht für Simoleons arbeiten müssen, aber dann geriet seine für gerne Lebenseinstellung durch einen fetten Gehaltscheck ins Wanken. Was für ein Sinneswandel. Was? Wild. Hallo, Faith. Die braucht auch Spaß in den Backen. Deswegen ist es vielleicht gut, dass wir heute dann mal ein bisschen nach draußen gehen. Wie wär's, wenn... Nein. Das ist ein bisschen übertrieben jetzt. Aber ihr könnt eine romantische Fahrt zusammen machen. Oder auch nicht, weil sie nicht wollen. Weißt du, ich bin kein NPC. Soziale Interaktion habe ich auf Lock. Okay. Ihr könnt ja hier drinnen Techtelmechtel haben, wenn ihr wollt. Ich meine, das ist zumindest noch ein bisschen privater, weil eine Gondel und so. Würde ich es persönlich machen? Nein. Definitiv nicht. Ja, yeah, viel Spaß euch, ne? Also. Ja, schön. Ein Erdbeerhörnchen, ja! Yeah! Lecky Pizza, Slay mit seiner Brille, Alter. Sie hat Gehirnfrost. Mut einfach. Peinlichkeit annehmen. Entschuldigung? Ach so. Was ist der Blickblocktanz? Zeig mir. Oh mein... Was ist das? Warum? Man kann nach Memes suchen, ey. Das ist so eine Mut, ne? Aber wieso ist es peinlich, Memes zu kennen? Also, dass es peinlich ist, irgendwelche komischen, weirden Dance zu machen und zu dabben in 2024? Okay. Warum ist es peinlich, Memes zu durchsuchen? Ja, es ist Zeit für nach Hause. Ich weiß, ihr seid müde. So ist das, wenn man arbeitet, hä? Ich erinnere mich daran. Coole Moves, Alter. Die Frau ist auch, also die hat sich den richtigen geangelt. Die Mäuse brauchen auch noch Halsbänder. Wie wär's damit? Und du kriegst so eins. Sissy. Wieso ist mein Rancher immer noch hier? Ich dachte, er geht um 19 Uhr. Marlin ist zu Teenager gealtert. Als ob der eine Napp schon leer ist.
Ich kann nicht mehr. Nummer 149 ist heute dran. Mache einen Garten- oder Essensverkauf. Dann lieber Garten, glaube ich. Ich würde jetzt nicht unbedingt Essen dafür herstellen. Wir können ja unsere ganzen Statuen da reinklatschen, die wir schon fertig haben. Oh mein Gott, ich habe das schon wieder vergessen. Ich will das nicht heute machen. Hier. Ach so, Dünger kann man da nicht reinpacken. Schade, das wäre voll cool, weil ich nutze den irgendwie eh nicht. Na dann, let's go, Girl, ne? Das sieht doch super aus. So, Gartenverkauf beginnen. Ja, wir erhöhen die Preise mal ein bisschen. Dann gönnt sich ja sonst nichts. Hallo, kaufen Sie was? Waldorf, Alter. Wir arbeiten heute von zu Hause. Goldi Grusel. Ihr seid gemein. Kauft doch einfach Dinge. Oh, ihr kauft wirklich Dinge. Danke. Das ist sehr nett von euch. Warte mal, wir haben einfach alles. Wow. Ja, hat sich gelohnt, ne? Dann machen wir mal kurz Ihre Arbeit von zu Hause. Die Aufgaben. In Kommunikation unterrichten. Ja, Logikfähigkeit, Slay. Wieso muss man jeden Tag das neu machen, was er machen soll und was nicht? Nervig. Morgen ist Silvester. So, jetzt muss nur noch der Unterricht vollführt werden. Alle Tiere sind bei uns dabei. Stelle ich mir sehr geil vor beim Online-Unterricht, wenn da einfach vom Lehrer so 20 Tiere sind. Yay, Bubba hat gelernt, draußen das Geschäft zu verrichten. Und Marley wurde befördert. Ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt doch noch mit dem ungeborenen Kind. Scheiße, wir können es nicht mehr benennen oder so. Wir können auch keine Inschrift schreiben. Das ist jetzt kacki. Das hätte ich wahrscheinlich letztes Mal machen müssen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte das Kind nämlich, es ist zwar kein Name, aber ich hätte es wahrscheinlich Komet genannt. Jetzt nicht, wenn es auf der Welt ist, sondern eben dadurch, dass es nicht auf die Welt kam. Ich glaube, das hier ist ganz schön. Ja, ich glaube, damit kann ich mich anfreunden. Es wird immer trauriger auf diesem Friedhof. Was soll das hier? Hier könnt aber auch nicht mehr trauern. Ich glaube, es ist vielleicht auch besser, wenn das jetzt hinter sich gelassen wird. Wir wissen ja, dass das hier unser kleiner Komet ist. Und da ich das Ganze jetzt nicht so komplett traurig beenden möchte, habe ich mir jetzt noch gedacht, ich würde gerne am Anfang des nächsten Parts ein Wissenschaftsbaby auf die Welt bringen. Natürlich zwischen Faith und Marley. Namensvorschläge sind natürlich sehr, sehr gerne gesehen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist jetzt das Richtige für die beiden. Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!